mein Gott, Leute, Tilted Towers geht kaputt. Super duper geheime Zeichen sind auf einem geheimen Boden aufgetaucht, die ich geheim aufgeschlüsselt habe und die euch jetzt geheim weitergeben. Was steckt dahinter? Die ganze geheime Auflösung jetzt in diesem geheimen Video. Gelobt sei Tilted Towers, wieder stehst du vor der Zerstörung wie jede Season. Die Präphorzeiung ist eingegangen, Tilted Towers wird vernichten. Die heilige Tomate soll dich beschützen vor dem Clickbait, vor dem Untergang. Die Prophezeiung wurde erfüllt, meine saftigen Tomaten. Wie angekündigt, wurde mal wieder zu einer neuen Season, zu Seasonende, Tilted Towers vernichtet. Um was wetten wir? Dass es irgendein Video, irgendein YouTuber geben wird, der besagen wird, dass Tilted Towers kaputt geht, sobald der Würfel auch nur in die Nähe davon geht. 100 Pro! Ich wette drauf. 3 Tage später. Die YouTuber haben ihre Videos rausgehauen, wie ich schon angekündigt habe, und wollen natürlich Tilted Towers vernichten. Um es für euch kurz zu fassen, die ganzen Runen und Glyphen, die der Würfel jetzt auf dem Boden hinterlässt und auch auf seiner Außenwand zu sehen sind, das sind diese Zeichen hier, die ganze Zeit auf dem Würfel gekritzelt werden. Das Zeichen hier haben wir ja schon, das haben wir gerade auf dem Boden gesehen und alle anderen werden auch wahrscheinlich auf der Karte verteilt. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, Leute, wenn ihr mir auf Twitter und Instagram folgt, ne, ich poste so viele Würfelinfos, das gibt's gar nicht. Das ist so phänomenal viel Arbeit. Jede Stunde nehme ich auf, wie er dieses Decksding hier rollt und bis zu seinen nächsten Standorten geht, Karten und was auch immer. Immer der neueste Stand. Und wenn man diese Runen kombiniert, dann kann man das Ganze auf Tilted Towers packen, auf den Umrisse dieser Karte und den Gebäuden. Und schon weiß man, Tilted Towers geht mal wieder zum dritten Mal kaputt. Gibt es schon wieder, die besagen, dass es Tilted Towers um 18 Uhr kaputt geht? Aber stimmt das? Geht Tilted Towers wirklich kaputt? Es steckt hinter den Runen irgendwas? Ist das wirklich eine Geheimbotschaft? Und es ist einfach nur ein Geheimnis, das nur die schlauesten YouTuber entziffern können. Wenn dieses Video 10.000 Likes schafft, dann knacken wir diesen Code und ich zeige euch jetzt direkt wieder die Auflösung, ob das wirklich stimmt. Ganze Aufruhr, dieser Post auf Reddit, ne? Dort hat einer ein Video erstellt und gezeigt, wie diese ganzen Runen sich zusammenstellen. Einige haben, YouTuber haben das gesehen und halt natürlich sofort die News rausgebracht, dass Tilted Towers vernichtet wird. Und was sehen wir dort? Wir sehen dort einfach einen Videoclip, wo die Runen, die wir auf dem Würfel sehen, ne? Diese ganzen Zeichen haben wir auf dem Würfel gesehen, aus willkürlicher Zusammenstellung einfach zusammenfliegen, so dass es halt perfekt über Tilted Towers macht. Einfach so und direkt weiß man, Tilted Towers wird kaputt gehen. Ist schon mal nicht schlecht, ne? Ein paar Linien passen nicht so ganz überein, zum Beispiel die Striche hier oben rechts und so weiter. Aber auch hier links, diese geschlängelte Linie, die passt auch nicht gerade hundertprozentig ein. Aber warum Tilted Towers? Lass uns mal eine andere Gegend kaputt machen. Lass uns doch mal irgendwie... Guck, lass uns mal Retail Row kaputt machen. Da sind die Runen hier, ne? Und lass uns mal gucken, was wir hier damit machen können. So, die erste Rune... Ah, oh, wo können wir die denn hinpacken? Lass uns die mal hier hinpacken. Oh, das passt ja ganz gut. Das fängt ja schon mal ganz gut an, ne? Guckt euch das an. Das passt ja auf Retail Rows fast besser als auf Tilted Towers. Aber was haben wir hier noch? Wir haben einen riesigen Würfel, ein bisschen Kasten. Lass uns den mal hier hinpacken, oder? Ja, ich würde mal sagen, lass uns den mal hier packen. Also einfach mal willkürlich, ne? So wie es gerade uns passt und schmeckt. Weil die Runen, die da in Tilted Towers gezeigt wurden, wurden einfach nur wild angeordnet, so dass es gerade passt. Was können wir hierzu nehmen? Ah, diese Ecke hier sieht ganz gut aus. Diese Ecke sieht hier wirklich gut aus, ja. Kann man nehmen. Was haben wir noch hier so? Die geschlängelte Linie. Oh, da ist ein guter Ort für. Können wir mal hier so ansetzen, oder? Ja, ich finde, das sieht gut aus, ja, sieht gut aus. Die Straße passt. Okay, was haben wir hier noch? So zwei kleine Würfelchen und so weiter, die können wir hier, ach, diese Rune hier packe ich mal lieber an dieses Gebäude. Guckt euch mal das an, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Diese Linien hier kann ich mal hier auf diese Straße packen, oder? Ja, Retail Rose ist ein bisschen kleiner, deswegen machen wir auch die Runen ein bisschen kleiner, damit das auch schön übereinander passt, ne? Zack, guckt euch das an. Schon mal ordentlich, ne? Dieses Gebäude, oh mein Gott, das ist ja wie die Faust aufs Auge. Und schon geht Retail Row kaputt, Leute. Sorry, ich habe gerade Retail Row vernichtet. Und zu guter Letzt noch diese Ecke hier und... Oh.
Ich habe den Code entschlüsselt. Nicht Tilted Towers geht kaputt. Retail Row geht kaputt. Alle Runen perfekt passen übereinander, Leute. Wenn dieses Video 11.000 Likes hat, wird Retail Row gerettet und es wird überhaupt nicht kaputt gehen. Zwei Städte sind jetzt schon kaputt, ne? Lass uns mal Pleasant Park auch noch kaputt machen. So, diese Rune packen wir mal hier hin. Jawohl. Diese Rune machen wir erstmal mal dieses Haus. Was auf jeden Fall. Diese Rune ist ein bisschen schwieriger. Lass uns mal diese Ecke probieren. So, diese Rune. Ah, lass uns mal den Fußballplatz nehmen, ne? Oh, das guckt euch das an wie die Faust aufs Auge. So, diese Linien hier, die können wir mal bei der Straße hier verteilen, ne? Die Linien sind immer gut für irgendeine Straße. Oh, Baby. Diese geschlängelte Linie passt auch ganz gut über da rein. Dieser große Kasten. Oh, da ist doch die Mitte für perfekt für geeignet. Da, wo dieses Pavillon ist, ne? Guckt euch das an. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich dieser Kasten. Ich kann mich nicht entscheiden. Entweder packe ich ihn auf diese Seite hier, ne, so dass er hier die Straße einhüllt, oder auf diese zwei Gebäude hier. Ah, ich glaube, ich nehme die zwei Gebäude hier. Und, oh mein Gott, Leute. Pleasant Park geht kaputt. Nicht Tilted Towers, nicht Retail Row. Die Zeichen sind perfekt, der Code ist entschlüsselt. Wenn dieses Video 12.000 Likes hat, wird dieser Ort gerettet. Komisch, ne? Oh, Greasy Groove. Mit Greasy Groove können wir bestimmt auch noch was machen. Kommt, lass uns mal auch noch Greasy Groove kaputt machen und uns mal die Runen drüberlegen. Wo könnte das denn... Greasy Groove ist ein bisschen kleiner. Es wird schwierig, dort das Ganze zu verteilen. Aber ich finde bestimmt schon eine Lücke, wo man hier irgendwas reinpacken kann. Wie gesagt, man kann einfach die Runen ja so klein machen, dass es einem für einen schmeckt. So ungefähr. Zack, es passt ja. Es hat ja keiner gesagt, dass die Runengröße bei Tilted Towers per 1:1 die gleiche ist, wie auf dem Würfel übernommen. Ne? Da wurden auch ein paar Zeichen kleiner, größer gemacht. So, das könnte man... Greasy Groove ist schwieriger. Greasy Groove ist deutlich schwieriger. So, das machen wir mal so. Zack, okay, das sieht gut aus. Und dann machen wir nochmal hier diesen Kasten. Wo könnte der passen? Oh, der passt hier ganz gut rein. Den müsste ich mal kleiner machen, ne? So, diese Linien hier passen immer ganz gut, wenn man über die Straßen hinlegt, ne? Wie ich ja gerade euch gesagt habe, Gebäude und Straßen haben hier immer eine gerade Linie und machen immer eine 90-Grad-Abbiegung. Deswegen passt das so super überein, egal wo man gerade, sag ich mal, die Dinger hinplanziert. So, diesen Würfel können wir hier hinpacken, ne? Oh, guckt euch das an. Greasy Groove funktioniert schon fast besser als Tilted Towers, Alter. Uiuiuiuiuiui, ich hab hier, das ist ohne Scheiße, das ist Galileo Mystery in seiner Reinform. Der Fake-Check, ob Tilted Towers wirklich kaputt geht oder nicht. So, dieses Gebäude passt wunderbar. Fehlt eigentlich nur noch diese geschlängelte Geschichte hier. Aber die kriegen wir auch immer easy untergebracht. Na, obwohl, es geht easy. Es geht. Die Tilted Greasy Groove ist halt ein bisschen kleiner, was das angeht. Und es ist schwierig. Aber, oh, ich hab einen perfekten. Ich hab den perfekten Ort für gefunden, wo man das anbringen kann. Und zack. Und nochmal eine Geschichte. Noch ein einziges Gebäude muss noch kaputt gehen. Und das machen wir mal hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht perfekt aus. Und... Oh mein Gott, Leute. Nicht Tilted Towers oder Retail Row geht kaputt oder Pleasant Park, sondern Greasy Groove. Jeder Ort kann kaputt gehen, wenn man die Runen so anordnet, wie man sie gerne hätte. So, Spaß beiseite. Warum funktioniert das Ganze? Warum kann man die Runen so anordnen, dass die Orte so gut passen und dass es aussieht, als ob es irgendwie auf einen Ort bestimmt zugeschnitten ist? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist immer, die Runen sind immer willkürlich angesetzt. Ne? Der ursprüngliche Ersteller hat von Tilted Towers halt die Runen immer so hingepackt, dass es ihm gerade schmeckt. Sprich, er hat die größer, kleiner gemacht, gestaucht, gestreckt, gedreht, sodass die Umrisse halt auf die bestimmte Map passen. So wie ich das ungefähr gerade gemacht habe. Der zweite Grund, warum das funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Die ganzen Runen sind alle eckig und kantig. Sprich, jede Linie ist eine gerade und wenn es eine Abbiegung macht, dann ist es immer eine 90-Grad-Abbiegung. Egal, ob es geschlängelt ist oder nicht, es macht immer eine kantige Abbiegung. Und das funktioniert nun mal super gut, weil Gebäude und Straßen genauso kantig und gerade sind. Jede Straße, jedes Gebäude ist ein Viereck oder eine gerade Linie oder wenn eine Straße eine Abbiegung macht, ist es nun mal auch ein 90-Grad-Winkel. Und deswegen kann man diese Runen fast auf jede Gebäude oder jede Mapstelle, sage ich mal, packen und irgendeine Rune wird schon damit übereinstimmen. Zwar nicht hundertprozentig, genauso wenig wie bei Tilted Towers. Ich meine, wenn wir uns das angucken, sind viele Linien auch nicht gerade perfekt übereinander gelegt, ne? Die sind auch ein bisschen willkürlich alles verteilt und gerade oben rechts die Linien, die Straße da, die kannst du sowieso überall hinpacken und das funktioniert nun mal an jedem Ort. Es würde sogar auf Loot Lake funktionieren, indem ich diesen Kasten hier drauf packe, bums, passt es auf Loot Lake.
Gut, die anderen Runen müsste ich mir so stark aus der Nase ziehen, damit das noch alles passt. Aber ihr seht es, man kann diese Runen halt auf verdammt viele Gebäude und Orte packen. Und das Ganze könnte ich auch jetzt für Paradise Pawns wiederholen und so weiter. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß nicht, ob Tilted Towers überhaupt nicht kaputt gehen. Es kann genauso gut kaputt gehen. Aber es ist für sehr unwahrscheinlich, dass diese Runen darauf hindeuten. Weil diese Runen kann man wirklich immer so positionieren, wie es einem gerade schmeckt und wie es gerade einem am besten passt und die Gebäude gerade übereinander schneiden. Und Tilted Towers ist nun mal die beliebteste Gegend. Da erzeugt man den meisten Hype mit, damit das wollen die Leute immer wieder sehen, wenn Tilted Towers kaputt geht. Das ist schon seit Season 3 wird Tilted Towers immer wieder kaputt gemacht. Tilted Towers kann kaputt gehen, aber diese Rune ist wohl kaum eine geheime Botschaft von Epic, die man jetzt super duper entschlüsselt hat, weil ich habe genauso gut 4 andere Orte gefunden, die ich entschlüsselt habe und genauso kaputt gehen können. Und wenn dieses Video 15.000 Likes schafft, dann bringe ich euch noch einen weiteren Ort, der kaputt gehen könnte. Was sagt ihr, Leute? War das nur ein Hirngespinst meinerseits? Ist es ein Hirngespinst andererseits von den Typen, der das auf Reddit hochgeladen hat und da, sag ich mal, diese Runen so platziert hat, dass es genau auf Tilted Towers passt? Schreibt mir runter in die Kommentare und folgt mir auf jeden Fall auf Twitter und Instagram, wenn ihr immer die neuesten Würfelinformationen haben wollt, was er gerade macht, wo er hinrollt, wo seine letzte Position ist. Die großen Sachen packe ich natürlich auf YouTube, aber auf Instagram und Twitter packe ich immer die kleinen Bewegungen rein und die kleinen Sachen und Theorien und was auch immer. Von daher checkt es aus, Link unten auch in den Kommentaren, folgt mir dort. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die Bescheid wissen, dass Tilted Towers vielleicht doch nicht kaputt geht und vielleicht auch 4 andere Orte kaputt gehen können, wenn man die Runen so anordnet, wie es einem gerade schmeckt. Das war der kleine Fake-Check von meiner Seite aus und gib mir Flosse. Flop!